Ich denke da bei einer Lerche, die ein potenzieller Schindelkandidat war. Nach was richten wir uns? Wir schauen erstens einmal, ob Osttippeln zu sehen sind. Also die Lerche muss natürlich einen gewissen Durchmesser haben, der soll so 45, 50 aufwärts sein, ab 40 in etwa nehmen wir es. Dann schauen wir einmal, sieht man irgendwo, dass solche Wülste sind, da weiß man schon, heute halt, da ist ein Ost unterhalb, da ist schon nicht mehr brauchbar. In dem Fall sehen wir nichts. Ganz oben erst setzen die Äste, also wir bringen sicher einmal ein wunderschönes Fünferbloch raus. Dann schauen wir immer auch bei der Rinden, nach der Maserung der Rinde, also man sieht da, die Rinden geht relativ gerade, immer auf, also dürfte auch nicht drehwüchsig sein. Und der Platz ist vielleicht nicht ganz ideal, weil er sonnseitig steht, aber nachdem, wie er gleichförmig gewachsen ist und wie die Rinden ausschaut und nach der Ostigkeit dürfte es ein brauchbarer Schindelblock sein. Ja. Das ist jetzt eine Lerche, die relativ wenig Wurzelanläufe hat. Also relativ wenig. Weil wir haben welche, da geht es da schon so auseinander. Gell? Und wir werden's dann, da wird sie gefällt und dann schneiden wir einmal einen halben Meter runter, nicht mehr. Kann sein, dass es nachher schon zum Tieren geht. Gell? Wenn die Stammanläufe, die Anwachs sehr weit aufgehen, dann kann es sein, dass man auf den Meter wegschneiden muss, dass er erst gierbar wird. Gell? Aber in dem Sinn, der schaut recht gut aus. Die hat nicht weiß Gott wie viel. Weil da in etwa wird sie gefällt, da wird der Volk herum. Also wenn, dann also der Vollschnitt, dann schneiden wir mal so ein Radl runter. Ab und so probieren wir auch nur 30 cm und dann sieht man schon bei den Radl, wenn man es auseinandergibt, ob das zum Gieren geht oder nicht. Wenn das gut geht, dann passt es. Machen dann wir immer 5 Meter Bloch. Wenn dann das Bloch liegt, dann hockt man ihm die Rinden runter, schlägt den Sappel rein, reißt der Faser aus und dann sieht man schon, ob er Draht ist oder nicht. Das ist dann die nächste Auswahl, dann lässt man einen Sert nach rechts Draht ist, lässt man gleich liegen, nimmt man gar nicht mit. Und wenn man dann zum Schindelmachen anfängt, dann schneidet man mal einen 60er Radl runter von der Wipfelseite und probiert. Geht das gut, dann kann man den ganzen Stamm zusammenschneiden, geht es nicht, hat man noch immer ein 4,40 m langes Bloch zum Bretter einschneiden. Hat man ein anständiges Moos oder man kann es dann auch noch verkaufen. Das ist ein junger, wüchsiger Baum und der ist einfach nicht geeignet zum Schindelmachen. Man sieht auch da die Ostreihe schon um, wo einmal die Äste waren und da wird nichts. Da sind nur Loch in die Schindel, also da kann man nichts machen. Da oben ist schon die nächste Reihe, also es ist sehr problematisch. Würde man nicht verwenden. Ja, normalerweise macht man das am langen Stamm, am Bloch. Und zwar wird jetzt Folgendes gemacht, es wird die Rinden runtergehackt und wir schauen jetzt, ob dieses Stück drehwüchsig ist oder nicht. Jetzt wird die Rinden runtergehackt, dann werden eine Fasern locker gerissen und die reißt man dann aus und dann schaut man, in welche Richtung sich das dreht. So. Man auf ein bisschen. Da, ich hoffe, dass er nicht zu viel vorne ist. Geht natürlich beim was zu viel der Wischer. Vorne ist er auch schon jetzt, gell? Aber man sieht es deutlich, er ist relativ gerade, ein bisschen. Also wenn wir jetzt da den Hockenstuhl auflegen, dann haben wir ungefähr die Gerade und dann sieht man da, dass leicht nach links der Stammdraht ist. Das ist kein Problem vom Klirm, schlechter war es, wenn er nach rechts geht, da geht er meistens überhaupt nicht. Wir machen ein Kreuzel drauf, dass wir immer auf der Wurzelseite anklirmen. Weil das sieht man dann auch durch die Spuren des Schindeleisens, entsteht immer gerade Kanten beim Klirm und beim Decken schaut man dann auch, dass die Wurzelseiten nach unten schaut am Dach und die Wipfelseiten nach oben schaut. Und deswegen ist dieses rote Kreuz, dass wir es markiert haben. Das wird einfach beim Abschneiden der Rollen wird das sofort angeißelt, dass man es nicht verwechselt. Dass sie eigentlich so umliegt, die Schindel, wie sie gewachsen ist in der Natur. Wir klirren den Stamm jetzt vor und das funktioniert so, dass mit der Haken einmal angerissen wird um mich, eine leichte Linie vorgezeichnet und dann wird sie am Ende da eingeschlagen und es springt dann das Blechel nach der Linie auseinander.
Das heißt, die Breite sollte sein? Ideal, für mich ist Idealmaß ist so zwischen 8 und 12, 14 cm. 14 cm geht an. Da ist jetzt ein Osterrennen zum Beispiel, jetzt teilen wir den da noch einmal. Dann machen wir einfach schmalere Schindeln. Auf der Rinde sieht man, oh ja, da siehst du es. Natürlich ist auf 4 rausgegangen. War ja die Frage auftaucht, wie kennt man das dann immer, ob das jetzt Wurzelseite oder Wipfelseite ist. Wir haben jetzt immer bei der Wurzelseite das Messer angesetzt, deswegen sind so klare Kanten da. Und die Wipfelseiten schaut dann immer so aus, da sieht man den Unterschied. Gell? Und das zieht sich dann durch auch beim Klirren. Wir klirren dann immer mit dem Schindeleisen auf der Seite an, wo die schönen geraden Strich sind, und dadurch kenne ich immer beim Schindel, was oben und unten ist. Schindeleisen kann auch ruhig ein bisschen schwerer sein, weil vor allem, wenn man dann nachputzen muss, Späne oder so, dann zieht es einfach gut. Und das kann ruhig schön scharf sein. Also im Unterschied zum Fichtenholz wird beim Lärchenscharschindel nicht zum Kern hingehoben, sondern vom Kern. Also es wird so gespalten, das Holz. Deswegen können wir auch die Rinden umlassen, weil das Abfall ist. Also das klirrt man einfach runter. Und man sieht da dann ganz schön das rote Kernholz und das weiße Splintholz. Und wir machen aus beiden Schindeln, wenn es geht. Ab und zu ist der Kern sehr gering, da macht man gar nichts draus. Ab und zu kann man auch so dick sein. Also der Splint, so muss ich sagen, nicht der Kern, der Splint so dick sein. Da machen wir weiße Schindel draus. Und wir sind darauf gekommen, wenn man die roten und die weißen Schindel getrennt deckt, sprich die roten im unteren Bereich des Daches und die weißen im oberen Bereich des Daches, dann kann man es verwenden. Und sie haben auch bis jetzt haben wir einen Versuch laufen, eine Haltbarkeit von zumindest einmal 30 Jahren. Wie lange es nachher wirklich halten, werden wir sehen. Aber wir verwenden sie jetzt auch. Mischen darf man sie auch nicht, weil durch die Absonderungen vom roten Kernholz werden die weißen Schindel komplett zerstört und das ist nach 15 Jahren kaputt. Gut, und jetzt machen wir es wieder. Dass man immer halbiert. Man halbiert immer die Hälfte, Hälfte, Hälfte. Und da braucht man sich nicht scheren, wenn man zusammenlegen, wenn der Schinken fertig ist, legt man auf Seiten und dann wird er weiter bearbeitet. Und was noch wichtig ist, wenn man da jetzt schaut, man sieht da jetzt schön die symmetrischen, wie soll man sagen, die symmetrischen Spuren vom Schindeleisen und von der Hocken, wo man anklebt. Und das ist immer die Wurzelseite. Und im Gegensatz dazu, was dann frei ausbricht, die Wipfelseiten, da sieht man dann, wie das nicht mehr so reinkantig ist. Und dann kommt es also aufs Dach. Also die nicht reinkantigen wird hinaufgehen, also wird so aufgedeckt, dass die Wurzelseite nach unten ist und die Wipfelseite nach oben schaut am Dach. Und was ganz wichtig ist, das zeige ich jetzt noch vor, bevor man fein ausgibt, man sieht da die Jahrringe. Also man sieht da so schön, wie die Jahrringe sich geben. Also ist diese Seite die kernzugewandte Seite. Und beim Dachdecken schaut man immer, dass die kernzugewandte Seite nach außen schaut. Also der fertige Schindel kann man jetzt
so aufs Dach, also Wurzelseite unten, Wipfelseite oben, Kernseite nach außen. Wie dick sollen es sein? Zwischen 8 mm und 8-12 mm sollen etwa. Sind sie stark, die Schenkel? So, jetzt ist der Schinkel einmal fertig, soweit einmal geklungen. Jetzt, wenn man den hernimmt, sieht man, da ist ein bisschen ein Eckerl ausgebrochen. Wenn ich jetzt da schaue, sehe ich da, wie das schräg runtergeht. Und diese Kanten sollen aber gerade werden. Und das nennt man das sogenannte Fügen. Das wird dann mit einem Hobel gemacht. Aber beim Kirm selber tut man es gleich vorbereiten, indem man hergeht, dass man mal zum Beispiel den Hobel putzt. Und dann putze ich meistens das gleich nach mit dem Schindleisen an. Und wenn ich jetzt schaue, da sieht man jetzt schön, wie die Kante nicht mehr so schräg runterläuft, sondern gerade runterläuft. Das ist deswegen wichtig, weil beim Dachdecken muss ja da der nächste Schindel dann dazugelegt werden. Da kann man vielleicht dagegen sagen, wie es noch nicht putzt ist. Da sieht man jetzt den Unterschied, wie es da schräg runterläuft und wie es da gerade ist. Dieser Schindel ist auch wieder ganz ein eigenes. Wenn man da jetzt herschaut, sieht man da einen Farbunterschied. Da ist weiß vom Splintholz und da ist das Kernholz. Und wir schauen auch beim Klirm selber, dass wir das weiße Splintholz sofort wegtun. Also die Schindel da mal ganz streng sortieren in Rot und in Weiß. Dass da wirklich nichts vermischt ist. Und das mache ich einfach so, dass ich den hernehme und schaue da. Wenn man auf der anderen Seite schaut, auf der Kernseite, ist er ganz rot. Er ist nur da. In diesem Bereich, da sieht man schön einer, sieht man so den weißen Rand da. Das tut man aber weg. Wir nehmen her. Zack, und das ist nach unten. Das noch wieder überall, dass er schön sauber ist. So, und in diesem Fall jetzt da, bei dem Schindel sieht man es ganz deutlich. Weil man da die Stärke dieses Schindels auf der Wurzelseite anschaut und die Stärke auf der Wipfelseite, dann sieht man, dass er daher relativ gleich ist und da wieder dick. Dann stelle ich ihn wieder her und korrigiere den mit dem Schindleisen. Und klirrt den, so, wir sagen halt dagegen klirren, und klirren dagegen, dass das jetzt relativ weg ist und dann, wenn sie es putzt, da noch vorbei. Dann muss ich da noch die schrägen Kanten korrigieren. So, und jetzt ist er quasi relativ fertig. Und wenn man jetzt da schaut, die Seiten anschaut und die Wurzelseiten anschaut, jetzt ist er ziemlich gleich. Natürlich dieses, wie soll man sagen, den Spalt beeinflussen. Also wie das Holz auseinanderspringt, kann man beeinflussen durch Druck. Und zwar, wenn man da jetzt schaut genau, sieht man, dass der Schindel, was zu mir ist, schmäler ist als wie dieser Schindel. Und jetzt da muss ich schauen, dass der Spalt wieder in den stärkeren einspringt, dass annähernd gleich werden. Jetzt drehe ich um und mache auf den am stärkeren Druck. Und dadurch, wenn ich anwärts ist, habe ich zu viel Druck gegeben, jetzt sieht man es am deutlichsten. Dadurch kann ich steuern, springen wir es ganz aus. Jetzt ist er ganz ausgesprungen, das wird nicht passieren. Aber dadurch sieht man, wie man das beeinflussen kann. Also, jetzt habe ich zu viel Druck, jetzt ist er ausgebrochen. Weil er relativ spröd ist. Aber in dem Fall ist es sogar gewünscht. Das ist jetzt die Wipfelseiten und das ist die Wurzelseiten und das passt so. Und ganz wichtig ist beim Decken, dass man ein bisschen Luft lässt zwischendrin, weil die Schindel trocken sind. Aber wenn man das nicht lässt, dann fängt das Wollnadwerden an, wenn es nass wird. Und warum man das Fichte
Und zum Beispiel da ist jetzt schon falsch, das sind beide mit der Kernseite, muss man es nach außen dran und nicht so wie ich es jetzt hingekriegt habe mit der Nicht-Kernseite. So kommt es hin. Die Schorschindel ist deswegen so als Lärchen notwendig, weil der nächste Schindel liegt so drauf. Jetzt liegen die relativ glatt zusammen und jetzt ist die Hinterlüftung relativ schlecht und jetzt, wenn das Fichten war, dann ist das viel schneller verrotten und verwittern, weil einfach die Austrocknungszeit viel länger ist und die ständige Feuchtigkeit. Und wenn ich weiße verwendet, weil dann denke ich, ein ganzes Gebäude nur mit weißen Schindeln. Wir haben eben gesagt, einen Versuch laufen, seit heuer ist genau 30 Jahre. 1986 haben wir den Lagerhof eingedeckt und haben das erste Mal das probiert und da haben wir wirklich bis auf die letzten 8 Scharen oben, von unterm First, haben wir das Rot entdeckt und die letzten 8 Scharen mit weißen Schinkeln und die sind noch 30 Jahre oben. Und nicht so, man sieht einen Unterschied, sieht man schon, das ist keine Frage, man sieht es dann auch viel Schaden. Die sind viel grauber da schon, aber es ist nicht so, dass man sagen muss, wir müssen es nächstes Jahr reißen können. Überhaupt nicht. Also ich denke, dass die sicher noch 5, 6 Jahre halten können. Also die werden fast 35, 40 Jahre schon zusammenbringen, dass der halten werden kann. Also 35 Jahre glaube ich auf alle Fälle. Und wenn, ist es auch wurscht, mein Gott. Und wenn es unter der Dach noch relativ gut ist, dann sagt man, reißt man die letzten 7 Jahre runter und macht halt wieder eine weiße Schenkel auf. Das war es uns abgefallen, dass uns eingeheizt werden, dann kommt das verwenden und nutzen. Also beim Abschluss am First ist es so, man schaut, wo die Wetterseite ist. Und die Wetterseite steht über die geschützte Seite drüber. Und zwar so in dieser Art. Der Schindel bleibt 15 cm oben. Und man schaut immer, dass man zuerst die Wetterseiten deckt, weil dann kann ich unten sauber zugedecken, dass da drüber diese Fug relativ dicht ist. Also ich fange meistens auf der Wetterseite zum Decken an. Oder los, wenn ich auf der geschützten Seite anfange, die letzten 2 Scharen frei und deckt erst dann auf, wenn die Wetterseite oben ist. Dann kann ich sauber zugeschließen. Wenn man das jetzt anschaut, wenn man die Schindel aufgedeckt aufs Dach und ich dort nicht diesen Arbeitsgang auslassen, dann sieht man, was da für ein Spalten entsteht zwischendrin. Deswegen müssen die Kanten oder diese Seiten, diese Schmalseiten gekoppelt werden. Das machen wir mit dem sogenannten Vierkabel. So, wenn man es jetzt vergleicht dazu, ganz hundertprozentig muss es nicht sein, weil ja die Schindel trocknen und man muss es beim Decken dann sowieso mit so einer Fuge aufdecken. Macht man diese Fuge nicht, ziehen Sie sie beim ersten Regen an und dann geht das Holz wieder auseinander und dann wird das Dach ganz gewollnet. Okay. Also so, das ist der Sinn des Fügens. Thank you.
Auf der zweiten dürfen sie nicht auf, weil okay. Wenn sie oben auf die links nicht schauen. Ne? Ja. Wenn die erste schon so liegt, oft liegt die zweite, dann liegt das oben oft, ist das auch immer zu hoch. Ne? Das wird nichts. Ne? So, das ist jetzt eine dreischarige Deckung mit 60er Schindel. Wenn man mit der 20er anfängt, der 40er, die 60er und dann einfach immer 20 cm zugesprengt. Also dieser jetzt dreifach überdeckt. Das heißt, ja. Die Freilänge ist 20 cm, oder? Ja, ja, das ist gut. Wie ist da der Lappenabstand? Ist auch 20 cm. 20 cm, ja. Weil jetzt, wie es jetzt ist, geht die Schenkel immer gerade unter Daumen und Lappen rein. Ne? Ja, ja. Das ist ja auch relativ, ne, wenn noch ein bisschen Draht oder was ist, ob sie noch unten weiter. Ne? Weil sonst, wenn sie direkt oben auf der Lappen auflegt hat und sie ist ein bisschen, geht sie nach unten, dann schaut sie. Gleich dazu, weil man jetzt ein Ding hernimmt, ein Längsschinkel da. Der Längsschinkel ist so im Schnitt so breit. Das ist so nur die 1,5 cm bis 1,8 dick und 8 cm lang, der liegt schon gar nie so plan auf. Da fliegt der Schindel viel planer beieinander. Und deswegen geht das auch bei der ganz niederen Bodenneigung mit dem Längsschinkel so. Und so ein Dach auflegt, das ist zu dicht, das liegt zu glatt beieinander. Bleibt der Dreck liegen drin. Bleibt der Dreck, genau, es ist viel rauf, es bleibt der Dreck liegen drin und dadurch bewährt sich das einfach nicht. Gell. Und was nämlich noch dazu kommt, dadurch die 20er Scharen, man muss ja auch rechnen, in die Ruhe, wo der viel Schnee liegt und der Rückstand nachher vom Eis. Das muss man auch mitteilen. Und so habe ich da einen Scharenabstand von 40, gell, bei den Schindeln. Und das ist natürlich auch also, etwas, was zu bedenken ist. Gell. Wir haben halt im Schnitt 40, 45 Grad, 48 Grad. Schon sind eher 45 und auch 45. So was wir jetzt da haben. Aber so ideal ist es halt für 40, 45, 48 Grad. Das ist ganz ideal. Das ist die ideale Dachneigung. Und man sagt ja, meistens ist auch der Spruch, pro Grad Dachneigung ein Jahr. Halt man keinen Schindel aus. Also wenn ich 45 Grad steiles Dach habe, dann holt es 45 Grad mindestens. Und das wird ziemlich hinkommen, glaube ich. Von dem, wenn sich wirklich schnell aussucht, gut die 50, 60 Jahre holt es einfach. Fein wuchs in der schönen, ja. Ja, ja. Das holt sicher. Das ist, wenn es 8, 9, wenn es 50 Grad aus, dann hat es 60 Grad sicher rechnen, dass er das da holt. Vorausgesetzt, es ist wirklich schnell auseinandersortiert, rot und weiß und wirklich anständig verarbeitet.